Ein Polizist liegt regungslos auf der Straße. Er kann kaum noch atmen. Es ist der 3. Juli 2021. Die Polizisten Scott Crane und David Faiwai aus San Diego in Kalifornien fahren zu ihrem ersten Einsatz des Tages. In einem Auto finden sie weißes Pulver. Crane warnt seinen Schützling, noch Abstand zu halten. Doch dann geht alles ganz schnell. Von einer Sekunde zur anderen kippt Faiwai einfach um. Er ist mit Fentanyl in Berührung gekommen, einem Opioid 125 Mal stärker als Morphium und potenziell tödlich. Crane reagiert sofort. Er verabreicht seinem Kollegen Naloxon, ein Notfallmedikament, das der Vergiftung entgegenwirkt. Ich weiß noch, dass ich mich nicht gut gefühlt habe und umgekippt bin, so Faiwai. Danach erinnere ich mich an nichts mehr. Der junge Polizist kann nicht mehr richtig atmen. Crane entfernt seine schutzsichere Weste, legt ihn auf die Seite, spricht ihm Mut zu, bis der Rettungswagen kommt. Trotz des schnellen Einsatzes auf dem Weg zum Krankenhaus stirbt der junge Cop beinahe. Ärzte retten sein Leben in letzter Sekunde. Eines ist sicher, wäre Faiwai allein auf dem Parkplatz gewesen, als er die Drogen fand, hätte er keine Chance gehabt. Die Polizei von San Diego hat die dramatischen Aufnahmen von dem Zwischenfall, die von den Bodycams der beiden Polizisten stammen, jetzt veröffentlicht. Sie will so vor den Gefahren von Fentanyl warnen. Allein in Kalifornien sollen sich die Todesfälle in Zusammenhang mit der synthetischen Droge im letzten Jahr fast verdoppelt haben.